heute zeige ich euch mal im Video mein Problem mit meinem Manometer und dazu gehe ich jetzt mal zur Pumpe. Versorgungshäuschen hier. Das ist die schöne Pumpe. Und hier ist schon das neue Manometer. Und jetzt erkläre ich euch mal, was mir da passiert ist. Ich habe hier diese neue Sandfilteranlage gekauft, habe die zusammengebaut und man hofft natürlich, dass so eine Anlage dann nachher vollständig dicht ist. Dabei habe ich ein Problem gehabt und zwar mit dem Manometer, was also da mitgeliefert wird. Ich habe das also auch reingedreht bei der Montage, entsprechend mit Teflonband umwickelt, Pumpe eingeschaltet und es tropfte und tropfte an der Stelle des Manometers. Ja, was tun? Nochmal rausgeschraubt, leerlaufen lassen die Anlage, nochmal umwickelt, nochmal reingedreht, nochmal eingeschaltet, Wasser laufen lassen und es tropfte immer noch. Ja, was macht man dann in dem Moment? Man geht vielleicht hin und versucht das etwas fester reinzuschrauben. Ja, beim Reinschrauben passierte natürlich dann das Debakel. Wir haben hier ein Messinggewinde, da drin ist ein Kunststoffgewinde und nach fest kommt lose. Ich habe also dann das Manometer von Hand so fest da reingedreht, in der Hoffnung, das dicht zu kriegen und dabei quasi das Kunststoffgewinde rausgerissen. Ja, dann stand ich jetzt vor dem Problem, wie kriegst du den Kram jetzt wieder dicht? Bin dann hingegangen, habe dann versucht mit einem Silikon das einzusetzen und abzudichten. Das sah auch im ersten Moment recht gut aus. Zumindest war es erstmal dicht und dann, so nach ein, zwei Stunden, fing das dann wieder an zu tropfen. Und zwar nicht mehr hier am Gewinde, sondern vorne durchs Glas. Ich guckte aufs Manometer, oje, komplett mit Wasser vollgelaufen. Und zwar hatte sich dann quasi zwischen dem Messinggewinde und der Kunststoffbuchse, wo das da reingeschraubt wird, durch diese zwei Öffnungen, da sind normalerweise zwei kleine Schräubchen drin, dadurch das Wasser durchgedrückt ins Manometer hinein und das war dann der Exodus quasi für dieses Manometer. Ja, ich habe mir dann ein neues Manometer gekauft. Die liegen im Internet so zwischen 7 und 13 Euro. Mehr sollten die also auch nicht kosten. Manche Anbieter wollen die auch natürlich für 20 Euro mehr verticken, aber das ist völlig überzogen. Die Problematik, die sich dann quasi stellte, ist, wie kriege ich dann mit dem defekten Gewinde quasi das neue Manometer wieder ans Halten? Und ich habe im Internet mal ein bisschen recherchiert. Andere Kollegen hatten also auch da Probleme mit Undichtigkeit, Manometer oder defektes Gewinde. Die sind dann hingegangen, haben das mit Sekundenkleber teilweise eingeklebt. Also Sekundenkleber mit ein bisschen Füllstoff dazu und dann eingeklebt. Aber das Problem ist im Grunde genommen, dass diese Sekundenkleber alles Cyanacrylatkleber sind. Und die sind eigentlich auf Dauer nicht wasserfest. Das heißt, irgendwann fangen die sich an zu zersetzen, aufzulösen. Dann habe ich mich weiter ein bisschen umgeschaut und bin dann eigentlich auf Kleber gegangen, die auch im Bootsbau verwendet werden. Ich also dann von Sika, also dieses Zeug hier, das ist so eine 70 Milliliter 100 Gramm Tube. Die habe ich entdeckt und das Zeug heißt Sika Flex 291i, also extra für den Bootsbau. Und die ist absolut salzwasserbeständig und da habe ich mir auch gedacht, wenn die salzwasserbeständig ist, dann hält die das Poolwasser und so weiter auch auf Dauer aus. Ich habe also dann die Buchse von innen mit einer Q-Tip quasi mit diesem Sika Flex so ein bisschen eingeschmiert rundherum. Habe dann anschließend in dem neuen Manometer, das ist ja das alte, hier die letzten zwei, drei Windungen vom Gewinde damit eingeschmiert und dann vorsichtig quasi
das neue Manometer in dieses Restgewinde, was noch da war, reingeschraubt. Anschließend habe ich dann nochmal drumherum nochmal Dichtmasse angebracht, das mit dem Finger und ein bisschen Seifenwasser schön glatt gestrichen. Und das hat also super geklappt und das ist auch wirklich 100% dicht. Ergebnis zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier zeige ich euch das Manometer, das neue, was also eingeklebt ist. Mit der Sikaflex Dichtmasse. Die ist in schwarz. Ich muss sagen, auch bei höheren Wasserdrücken, das ist absolut dicht. Und eigentlich eine sehr günstige Reparatur. Alternativ hätte ich wahrscheinlich dann hier diesen ganzen Ventilkopf austauschen müssen. Neues Manometer, also zwischen 7 und 13 Euro. Und dann diese Dichtstoffmasse, Fugenmasse, die liegt so bei zwischen 9 und 10 Euro, bekommt man die. Laut Hersteller soll die aber ohne weiteres noch über mehrere Monate quasi im geöffneten Zustand haltbar sein. Man kann die natürlich auch an jeder anderen Stelle an der Pumpe, wo irgendeine Undichtigkeit auftritt, verwenden, diese Dichtmasse. Das heißt also an den Schlauchanschlussstutzen oder an den Kunststoffgewinden lässt sich also super verarbeiten. Und ja, ich hoffe, dass das also ein guter Tipp für euch ist. Bis dann. Ciao.